Momentan befinden wir uns bei der weltweiten Markteinführung von 5G. 2024 werden 5G-Netze voraussichtlich 35% des weltweiten Mobilfunkverkehrs übertragen. Wir befinden uns somit gerade, wir sehen es hier, auf dem Weg in die Hyperkonnektivität. Doch die Reise ist hier noch lange nicht zu Ende. Entwickler gehen heute schon davon aus, dass wir erste 6G-Netze und somit ein taktiles Internet bereits ab dem Jahr 2030 in einer gewissen Form haben könnten. 6G wäre dann circa 8000 Mal schneller als 5G, wie wir es heute kennen. Ja, diese Zahl ist so ein bisschen schwierig verständlich, finde ich. Deswegen habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht. Während Corona sind wir ja wahrscheinlich alle zu Netflix-Schauern geworden. Ein Netflix-Stream in der aktuellen höchsten Qualität und 142 Stunden Inhalt könnten wir dann mit einer 6G-Netzwerk innerhalb von einer Sekunde herunterladen. Ja, diese Entwicklung hat dann starke Auswirkungen auf unsere Zukunft. Die Zeit der Hyperkonnektivität wird weitreichende Folgen auf unser Umfeld haben. Ein Beispiel, von dem wir hier bei Trend One ausgehen, ist, dass die Post-Mobile-Era in nächster Zeit kommen wird. Auch wenn neben dem Internet, muss man sagen, dem Computer, das Smartphone wahrscheinlich eines der größten Erfindungen der letzten 100 Jahre war, wird es aus meiner Sicht bald durch neue Technologien ersetzt werden. Und mit dieser Ansicht bin ich auch nicht der Einzige, sogar Dong Ying Ko, das ist der CEO und Mobile-Chef von Samsung, hat gesagt, dass die Zeit des Smartphones bald vorbei sein wird. Hierfür gibt es viele Gründe. Einer davon, aus meiner Sicht ja der spannendste, ist natürlich, dass die Verwendung von Smartphones in der Zukunft immer mehr ein echter Produktivitätskiller sein werden. Schauen wir uns doch mal an, wie viel Zeit wir zum Beispiel am Tag vor unserem Smartphone verbringen. Der durchschnittliche Deutsche entsperrt sein Handy im Schnitt 80 Mal pro Tag. Insgesamt benutzen wir unser Smartphone täglich mehr als 3 Stunden. Und das Spannende ist, davon von diesen 3 Stunden sogar über 1 Stunde während der Arbeitszeit. Was bedeutet das für Sie als Unternehmen? Ich habe mal ein Beispiel wieder mitgebracht. Nehmen wir mal ein österreichisches Unternehmen, das Sie alle kennen, Swarovski. Swarovski hat rund 32.000 Mitarbeiter. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass jeder dieser Mitarbeiter durchschnittlich 1 Stunde pro Tag auf sein Handy schaut, heißt das im Endeffekt, dass Swarovski 4.000 verlorene Arbeitstage an einem Tag hat. Also wir sehen ein echter Produktivitätskiller. Doch wie sieht die Zukunft ohne Smartphone aus? Ja, ein nach wie vor spannendes Thema sind hier natürlich die Wearables. Doch keine Wearables, wie wir sie heute kennen, sondern eher Wearables, die smart und intelligent sind. Genau diese Wearables erobern durch IoT nach und nach immer mehr unsere Lebensbereiche. Ich habe hier auch wieder mal 2 Beispiele mitgebracht. Diese Uhr hier sieht aus wie eine normale Smartwatch, die jeder von Ihnen kennt oder wahrscheinlich auch um sein Handgelenk trägt. Aber bei dieser Uhr können Gegenstände, die der Benutzer berührt, anhand ihrer elektromagnetischen Signale identifiziert werden. Der menschliche Körper dient dabei als Antenne, der die Signale auffängt. Sprich, wenn ich in Zukunft dann abends ins Bad gehe, meine Zahnbürste in die Hand nehme, wird zum Beispiel automatisch ein Timer auf meiner Smartwatch ausgelöst. Oder hier im Büro, wenn ich morgens die Bürotür nur berühre, wird sofort mein Terminkalender geöffnet. Hier sehen wir es, alle möglichen Geräte durch Berührung, durch das elektromagnetische Feld werden sofort erkannt, egal um welches Objekt es sich handelt.